Weil ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Ingelfingen nach dem Abladen offensichtlich vergessen hatte, seinen Kran richtig einzufahren, wurde er in der Zentgraftstraße in Kassel lautstark daran erinnert, denn er krachte mit dem viel zu hoch eingestellten Ausleger gegen eine Brücke. Nicht genug, dass der Kran abknickte, es rissen auch die Hydraulikschläuche ab und das Öl lief auf die Straße. Die Feuerwehr hat als erstes das ausgelaufene Hydrauliköl abgebunden, um ein weiteres Eindringen bei dem Regenwetter in den Oberflächenwasserkanal zu verhindern. Eigentlich sollte der Einsatz damit beendet sein, den Kran einzusammeln und die Straße zu reinigen. Allerdings ergab sich das Problem, dass der Ausleger demontiert werden musste. Jedoch nach 2,5 Stunden war auch dieses Thema Geschichte. Eine Firma wurde dann damit beauftragt, nach dem Feuerwehreinsatz die Fahrbahn vom Öl zu reinigen. Stinksauer war Einsatzleiter Ralf Grawinkel über die Passanten, die der Meinung waren, die Unfallstelle trotz Absperrung zu durchqueren. Unter Spannung stehende oder plötzlich herabfallende Teile könnten Lebensgefahr bedeuten. Selbst eine Frau mit ihrem Baby musste die Unfallstelle passieren, um schneller zum Ziel zu kommen. Der Fahrer des Lkw kam mit dem Schrecken davon. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt.